Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich filme einfach mal mit, wie ich mich fertig mache. Fix und fertig mache. Eigentlich hatte ich gedacht, zur Barmer zu gehen, aber leider hat die zu. Und jetzt weiß ich nichts mehr anzufangen, wie mich erstmal zu richten. So. Schaut mal, Tageslicht nur bringt nichts. Man erkennt nichts. Ich wollte auch ein paar Sachen mit euch austesten. Zum einen habe ich Dual Contour Stick von Amazon zum Testen zugeschickt bekommen. Also eigentlich hat mich eine komplette Firma angesprochen, ob ich was testen möchte. Und da habe ich gesagt, ja klar, gerne. Schickt mir mal was zu. Und dann kam das hier. Und ich muss sagen, dieses hier ist sehr enttäuschend. Also ich finde das, ja, ich habe mir was anderes vorgestellt. Eigentlich finde ich es auch doof, dass ich es austeste, weil ich es wahrscheinlich eh nie wieder benutzen werde, außer es haut mich um. Gesichtscreme habe ich derzeit auch nicht drauf. Da benutze ich dieses, was ich auch mal zugeschickt bekommen habe, was ich auch nicht ganz so gut finde, um ehrlich zu sein. Ja. So. Ich muss sagen, aber der Geruch ist ganz, ganz angenehm und es ist in Deutschland hergestellt. Und ja, wir brauchen das einfach dieses Jahr auf und gut ist. Dann brauche ich nicht jedes Mal sagen. Also die Augencreme habe ich weggeschmissen, weil sie schon so alt war und ich sie eh nicht verwendet habe. Zur Foundation benutze ich dieses gute Stück oder, meine Lieben. 03 Beige wird wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel sein, wenn man überlegt, was es ist. Also ich finde es ein bisschen doof, dass Deutschland so unfair ist und so einen Scheiß dann einem gibt. Ja. Ich benutze Sephora. Ich werde wahrscheinlich oder. Ich benutze doch die Lacombe, um zu gucken, wie sie ist. 03 wird wahrscheinlich zu dunkel sein, aber wir testen es jetzt einfach mal aus. Sieht schon relativ dunkel aus. Aber gut, vielleicht kann ich es auch irgendwie mit einer anderen Foundation ausgleichen. Ja, schaut mal, wie schön dunkel. Vielleicht sehe ich aus wie Karotti. Wisst ihr, das ist ein bisschen Schießdreck. Ja, ich würde niemanden raten, diese Foundation 03 zu kaufen, wenn es nicht, wenn ihr heller Hauttyp seid. Ich mach mal die MAC und ich glaube, die MAC war 15, NC15, wenn ich mich nicht täusche. Oder NC10, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine relativ helle Foundation. Und jetzt. Also wir gucken jetzt mal, was daraus wird. Also so funktioniert es, wenn ich im MAC und die Lacombe zusammenmische. Aber das ist eigentlich ja nicht das, was man will. Wenn man, sage ich mal, 50 € für eine Foundation ausgibt, dann sollte sie auch direkt passen, finde ich. Also da möchte ich nicht 100 € für eine Foundation ausgeben. Das möchte ich einfach nicht. Ich habe die 100 € nicht für Make-up. Nee, also jedenfalls nicht für Flüssigzeug, was eh schneller kaputt geht als jetzt Puder. Auch für Puder, da muss man sich gut überlegen, ob man für eine Sache 100 € ausgibt, wenn sie natürlich das wert ist für einen. Dann ist es was anderes. Ich muss sagen, die Lacombe, die hat einen angenehmen Duft. Die MAC, die riecht ein bisschen nach. Ich will es gar nicht erwähnen. Irgendwie so nach. Ziege. Ich finde schon nach Ziege. Vielleicht sind es auch meine Schwämme. Nee. Also ich finde, es riecht ein bisschen nach Arznei. Und die Foundation ist mir relativ dunkel. Trotzdem, die oxidiert stark, glaube ich. Oh, Pinsel waschen. Schaut mal. Ich würde sagen, das sind meine dreckigen. Und das sind eventuell gebrauchbare Pinsel. Ja. Ich wollte eh mal ein Video drehen, wo ich nur einen Schwammapplikator oder sowas benutze. Also das, was man da hat oder Finger. Also ohne Pinsel, früher habe ich mich nämlich auch oftmals ohne Pinsel geschminkt. Da hatte ich nur so einen Schwammapplikator und das hat bestens funktioniert. Ja, ich wollte euch ja eh mal Bilder zeigen, wo ich mit 18
ausgesehen habe, da habe ich auch schon stark mich geschminkt, also sehr mich für Make-up und sowas interessiert. Ich würde sagen, jeden Tag geschminkt, ja, aber nicht diese Masse an Kosmetik gehabt. Das kannte ich gar nicht. Ich war so fasziniert, weil ich bin schon seit 2008 im YouTube. Seit 2009 bin ich ja angemeldet. Da habe ich auch meine Abos. Ich bin einer der ersten, der die E-Pro, glaube ich, geguckt hat und so. Zu ihren Anfangszeiten und Cosmetic Cosmo und Vorstadt Cinderella und was es nicht alles gibt. Cinderella. Keine Ahnung. Kennt ihr die Mädels noch? Die Frauen? So. Schaut mal, also so ein bisschen ausgeglichen. Ich würde auch immer an den Haaransatz arbeiten und mit der Rückseite so ein bisschen das ausblenden. Wisst ihr, was ich meine damit? Und vielleicht könnt ihr auch ganz stark sehen, wie extrem. Ich mache euch jetzt noch mal was hin. Wie extrem es oxidiert ist noch mal. Also das ist frisch aufgetragen hier, die Lacombe. Und das ist, also ich würde, wenn ich mir eine teure Foundation kaufe, immer sie im Laden austesten, jedenfalls auf meine Haut schmieren und gucken, wie weit sie oxidiert. Das macht gar keinen Sinn. Also ich finde, es macht überhaupt gar keinen Sinn, so eine Foundation anzubieten, die sich so extrem verändert. Ich sehe keinen Sinn drin. So, dann benutze ich Catrice Liquid Liner, Liquid Camouflage. Ich muss sagen, ich glaube, sie ist nicht mehr ganz so gut. Ich muss sie einfach ausprobieren. Sie ist eigentlich in ihren letzten Zügen, obwohl da einiges noch drin ist. Aber sobald ich nichts mehr mit dem Pinsel rausholen kann, wird sie für mich auch aufgebraucht sein. Denn sie ist schon sehr, sehr alt. Es ist meine Liebste. Sehr, sehr alt. Ja. So. Und ich liebe es wieder, mich zu richten. Also jetzt habe ich wieder so eine Phase, wo ich es gerne mag. Aber es kann sich auch wieder ändern. Und so Flüssigzeug, das geht natürlich nicht. Und der Lappe habe ich auch schon wieder vergessen. Seht ihr? Ich komme mit meinem Leben nicht klar. Ich komme nicht klar. So, meine Schätze. Dann benutze ich diesen Jan Kinya Professionell 01 Kosmetik Stick. Sonst packe ich den irgendjemanden rein. Wenn ich den gar nicht mag. Na, komm, weg von mir. Hautfinish. Der alte Raucherhusten. Was? Shading? Oh, wie sexy. Ich habe gedacht, da kommt jetzt woanders heraus. Ich muss sagen, es sieht gar nicht mal so übel aus. Wobei. Okay. Wir fangen an. Einmal hier. Eins, zwei, drei, hier. Eins, zwei, droh. Versucht nicht zu tief zu gehen, dann könnt ihr es besser verblenden. Und Nase. Da kann ich auch einen Schatten hervorheben, dann. Ich teste das jetzt nur aus, Mädels, ne? Ich habe nicht vor, hier die Queen zu sein. Ich teste das nur aus. Ich probiere jetzt erstmal einen ekligen Pinsel. Boah, nee, da ist so viel Puderprodukt dran. Das hier, das ist eigentlich ein Pinsel. Okay. Lässt sich derzeit nicht ganz so gut verblenden. Vielleicht war es auch nichts Gutes hier mit dem.
Ja. So geil ist dieser Stick gar nicht, was wir uns schon gedacht hatten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wirkt für mich ein bisschen. Ich mag eigentlich so Sticks ja überhaupt gar nicht. Vielleicht müsste ich sie erstmal so auf die Haut bringen, also auf die aufgewärmte Haut. Das funktioniert eigentlich bei so Sticks immer am meisten. Und dann einfach mit dem Beauty Blender als Bronzer, ne? Ersatz. Und wenn man möchte, kann man auch ein bisschen so seine Nase bronzen. Ich finde aber, bei der Nase muss man wirklich immer darauf achten. Ich finde, bei vielen Mädels ist einfach die Kontur zu hart. Bei mir manchmal auch natürlich. Ich weiß nicht, wie manche das so gut verblendet bekommen. Bei so einem Foundation Fake kann man eh nicht mehr viel retten, würde ich mal behaupten. Also, die Lacombe in der 03 sieht fast so aus wie diese Wunde, wie der Stick hier. Okay, der Stick war schon mal nix. Also die Strobe-Seite war schon mal so ein bisschen, sie war ein bisschen zu wachsig. Also ich finde, es lässt sich nicht ganz so gut ausblenden. Schaut mal, auch wenn ich das mit dem Finger auf nackte Haut mache, vielleicht müssen wir das mal auf nackte Haut ausprobieren. Also ohne Foundation und dann mit Foundation arbeiten. Jetzt kommen wir zum Highlighter. Der ist nicht wie dort schimmernd angegeben. Sogar die Verpackung nicht, sondern matt. Okay. Also Tag und Nacht, ne? Ich gebe mir was mal auf. Leute, was für eine Bewertung soll ich denn für diesen Stick da lassen? Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt gerade hier so ein bisschen à la Kim Kardashian aufzuhellen im Dreieck. Die Nase auf jeden Fall mal. Wo bist du? So. Ah. Ich habe immer hier einen Pickel und irgendwann tut es auch echt weh. Und eigentlich sollte man in der Nase gar nicht Pickel drücken. Ich muss mal ganz kurz Hände waschen. Leute, es macht gar keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Wir werden jetzt trotzdem weitermachen, aber ich werde mich später nochmal abschminken. Ich sehe so übel aus, schaut mal. Das kann sich gar nicht verblenden, weil ich habe gar nicht die Hautfarbe, dass es sich so. Ich müsste bis zu Beinen blenden, damit es irgendwie einigermaßen passt. Also im Tageslicht sieht das so dermaßen furchtbar aus. Ich weiß nicht, warum es in dem Licht einigermaßen noch aussieht. Also an sich finde ich so einen Stick gar nicht mal so verkehrt, wenn man so wenig wie möglich Aufwand haben will. Zack, zack, zack. Dann sieht das eigentlich schon ganz nett aus, wenn man diesen Stick benutzt. Und was das hier ist. Dieses Lacombe-Ding ins Kirchen. Niemals würde ich so viel Geld dafür ausgeben, um so eine Schande zu bekommen. Wirklich. Also, Fail des Jahrhunderts. Dann wollte ich. Ja, was wollte ich denn? Nochmal mit euch zusammen das hier ausprobieren. Das ist vom Benefit. Das ist eine Augenbrauenpomade. Aua, mein Bauch. Da kommt man fast nicht mehr so richtig rein. Ich finde, irgendwie passt die Farbe nicht mehr so. Vielleicht hat sie auch noch nie wirklich gepasst. Ich bin aber irgendwie davon ausgegangen, dass sie irgendwie passt. Ich habe voll viele Lippenstifte gestern deklattert. Alles weg, 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 weg. Ich wollte euch ja meine Sammlung zeigen. Highlighter und Bronzer warten schon die ganze Zeit und Blushes, weil ich da nicht mehr so viele habe, um euch die zu zeigen. Aber ich bin ganz froh auch, dass es nur so wenig ist, sag ich mal.
Wie bis zu Beginn, weil ich einfach gemerkt habe, ich benutze eh immer ein und deshalb, so kann ich es doch lassen. So, mein Bauch, mein Bauch, mein Bauch. Autschi, ich muss mal unterbrechen. Also irgendwie will heute das Video nicht richtig funktionieren. Ich mache mal das Geschmiere weg und komme dann gleich zurück. Also, ich bin jetzt fertig auf jeden Fall mal. Ich habe mich abgeschminkt, weil das einfach furchtbar aussah. Ich werde mich jetzt nochmal normal schminken, ohne euch mitzunehmen. Das sah einfach nach nichts aus. Leute, die Foundation war einfach nix. Also ganz, ganz furchtbar. Als ich im Tageslicht mich gesehen habe, ich dachte, ich wäre ja eine Karotte. Anders da kann ich das gar nicht mitteilen. So. Ich warte jetzt, bis es trocken ist und dann mache ich noch ein Experiment. Wahrscheinlich möchte ich dieses Bare Minerals Ready Foundation Powder Foundation ausprobieren. Wenn mal dieses Beppige weggeht und wenn nicht, dann probiere ich sie ein anderes Mal aus. Das ist dieses. Ich habe das schon mal probiert auf einem. Ich denke, naja, gut, es könnte ein bisschen zu dunkel sein. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ich denke, dass es zu dunkel ist. Probieren wir heute nicht aus. Wir machen keine Experimente mehr. Das reicht einmal am Tag. Und dann sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Endlich habe ich jetzt meine Foundation und alles gemacht, dass es auch einigermaßen nach Menschlichkeit aussieht. Davor war das eine reinste Katastrophe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich sah einfach furchtbar. Ich sah aus wie Karotte hoch Punkt 2.0. 2.0. Keine Ahnung. Ich sah furchtbar aus. Heute wieder die Princess Palette von ColourPop. Heute was Natürliches, was Schickes, was Natürliches mit dieser wunderbaren Palette. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur Full Face machen. Ihr wisst, ich mache das eigentlich gerne mit verschiedenen Produkten. Die Lacombe Foundation in der 03 war furchtbar. Furchtbar. Ich sah einfach furchtbar aus. Furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob furchtbar wirklich das richtige Wort ist. Oder schlimm oder was weiß ich. Ich sah wirklich sehr, sehr schlimm aus. So, kommen wir zu der Palette von ColourPop. Das sind die wunderbaren Töne. Ich muss sagen, es ist eine schlichte Palette mit ein paar, ja, Highlights. Ich wollte heute mal anders da anfangen. Ich wollte heute gerne von hell auf dunkel arbeiten. Zum Beispiel brauche ich etwas für meinen Innenwinkel. Da benutze ich doch gerne dieses Ray. Das ist dieser wunderbare Ton hier. Das spiegelt schon ein bisschen und trage ihn erstmal hier so. So habe ich mich früher mal geschminkt, immer von hell auf dunkel. Für mich gab es eigentlich nicht dieses Lidfalten bearbeiten und dann. Ich denke, das ist auch einfach das Einfachste, was man einem beibringen kann. Ja, ich jetzt. So. Dann, benutze ich so einen Pinsel hier und gehe in dieses One Kiss. Das ist dieses goldige hier. Bin aber in das Lila reingedetscht. Gestern habe ich mich übelst mal verbrannt und trage das goldige hier so auf. Ich gehe auch schon über die Lidfalte, weil das macht mir eigentlich nichts aus. Ich möchte ja, dass man auch was sieht. Es ist auch, finde ich, nicht so schlimm, auch wenn man mit nur schimmernden Sachen arbeitet. Man muss halt selber wissen, was man gerne möchte. Man kann es ausprobieren. Im Endeffekt schadet es niemanden, ob ihr da jetzt bunt, ja, mit Braun oder weiß weiß ich was arbeitet oder halt eher lieber so. So. Okay, und jetzt möchte ich dieses Beast benutzen. Das ist ein Braun mit Glitzer. Und trage ihn hier so auf. Also heute läuft echt alles schief. Ich wollte, wie gesagt, heute zur Barmer gehen. Die hat zu. Also sie hat zwar auf, aber sie kopieren mir nichts. Und ich habe kein Kopier. Ich muss unbedingt einen Drucker kaufen. So ein alles in einem Gerät. Kleines Gerät. Auch für meine Tochter. Für die Schule. Also gerade jetzt, wo man so Sachen ausdrucken müsste. So, auch krümeltechnisch
Nichts. Also ich bin sehr, sehr overhighlighted. Ich finde auch, dass es eher so einen Auberginenton hat. Irgendwie dieses Braun ist nicht so ein reines Braun. Ich finde, das geht eher so in die kühle Richtung. So. Und dann gehe ich noch mal in dieses Ray. Wer ist noch mal Ray? Ist es der Frosch, oder? Der Ray. Es ist doch der Frosch. So. Dann nehme ich den Pencilbrush und trage mir The Beast. Das ist wie gesagt so ein. Vielleicht könnt ihr das sehen, da sind so Glitzerpartikel drin. Aber im Endeffekt sehe ich nicht wirklich, ob das jetzt Glitzerpartikel davon kommen. Oder von diesen anderen Quatsch hier. Puderpinsel. Und einfach mal alles wegfegen. Unter der Augenbraue oder so an der Lidfalte könnte man so ein bisschen mit diesen was weiß ich, Grumpy, von dieser Palette, auch wenn sie mir nicht ganz mehr so zu, was heißt zusagt. Die Farben sind 1A oder so, ne? Falscher Ton. Nicht, dass sie mir nicht zusagt. Wie soll ich euch sagen? Es ist von Sunny Schatz. Und Sunny Schatz hat sich wirklich mir was erfüllt, was ich haben wollte und sowas. Deswegen werde ich diese Palette in Ehren tragen. Und ich finde auch, dass es einen ganz, ganz tollen Look macht. Aber sie ist nicht meine liebste Palette, sag ich. Für ein, ja. Day-Look reicht sie auf jeden Fall vollkommen aus. Also wenn man wirklich etwas sucht, was man täglich benutzen kann, ist es eine Palette, die man täglich nutzen kann, ohne viel Aufwand. Ihr seht ja selber. So, jetzt Lidstriche. Da benutze ich dieses Teil und das ist auch Liquid. Das ist auch wasserfest, denn die Mascara ist nicht wasserfest. Die verschwindet bei mir als. Das hier nicht. Also. Oh nein. Verkacke es gerade, mein Lidstrich. Ich weiß nicht warum. Könnt ihr aber den wunderschönen Übergang sehen? Von diesem hellen Gold auf dieses Gelbgold. Also so einen dicken, fetten Eyeliner, ne? Den muss man jetzt auch auf der anderen Seite auch dann hinkriegen. Und was ich auch euch mitteilen wollte, ich wollte diesen Look nachschminken, den mir die, oh, ich bin mir nicht so sicher, auf der Wasserlinie, wo es ein bisschen grün oder blau zugeht, auf jeden Fall. Sowas hatte ich auch mal in der Art schon geschminkt gehabt. Schaut mal mit der Thirsty-Palette von Jeffree Star. So einen ähnlichen Look. Ich finde, man kann schon
Ich finde nicht unbedingt, dass es für grüne Augen was ist, aber für so, ja. Ich finde, man kommt schon damit so hin, wie sie auch aussehen. Ja. Ich rieche irgendwas und das riecht so ekelhaft. Das riecht ekelhaft, aber was es ist, keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass ich das bin. Deswegen an mir herumgeschnüffelt. Ich finde, braun passt gut zu braun, zu grünen Augen. Sogar dieses Lila finde ich viel intensiver. Auch wenn ich nur so am Wimpernrand so einen Hauch von Lila mache. Oder so wie jetzt dieses Auberginenbraun, obwohl es eigentlich. Ja, dieses kühle Braun halt einfach. Passt sehr gut. Und ja, ich werde es trotzdem austesten. Leider kann ich es mir nicht selber so angucken. Ich muss mal gucken, ob ich es auf dem Tablet auch irgendwie mir machen kann, damit ich das auch sehe, was ihr mir da vorschlagt. Und ich das auch eins zu eins so nachschminken kann dann. Und ob das auch Ina approved ist. Ina getestet. Ja, mein Look wäre fertig. Ich habe 25 Mal rumgedätzt. Ja, heute bin ich halt ein bisschen älter und dickere Lidstriche als sonst, aber so ist es halt. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Also ich finde, diese Palette kann man wirklich für den Alltag super nutzen. Man hat wirklich die Möglichkeit. Man kann auch. Ich habe jetzt auch nicht die jüngsten Lider, sag ich mal. Meine Lider sind auch schon ziemlich, ja, manchmal auch mitgenommen. Aber man kann auch gut über die Lidfalte arbeiten. Man muss halt gucken, wie weit man schon fortgeschritten ist. Bei mir geht's noch. Naja, wenn es einem gefällt, kann man das machen. Wenn nicht, dann lassen. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, der Look gefällt euch wie immer.